Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Zunächst hoffe ich, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und wir freuen uns sehr, dass Sie an dieser ersten CONIC-Veranstaltung teilnehmen. Mein Name ist Peter Groll und ich bin seit über 30 Jahren bei Schenck Process, immer mit Bezug auf Wäge- und Dosiersystemen unterwegs, bin verantwortlich für die globale Technologie und Forschung und Entwicklung bei der Schenck Process Gruppe. Ja, Schenck Process hat eine lange Historie im Bereich der Wäge- und Dosiertechnik. Tatsächlich war Schenck Process maßgeblich beim Umbruch von den mechanischen Systemen auf die elektromechanischen Systeme beteiligt. Und somit kennen Sie wahrscheinlich Wägecontroller von uns, die wir seit über 40 Jahren in Tausenden von Installationen im Markt haben, unter den Namen DISOCONT, DISOMAT oder auch INTERCONT. Ja, heute ist der Zeitpunkt gekommen für den nächsten großen Schritt. Und wir haben nur noch einen Namen, nämlich CONIC Control. Und den wollen wir jetzt Ihnen vorstellen. Es zurückzuführen auf maßgebliche Kundenanforderungen, die da wären. Erstens deutlich höhere Leistungsfähigkeit des Controllers, intelligentere Dosierer und Wägesysteme, aber eben auch andere Prozesssysteme. Zweitens ganz klar Fokus auf User Interface und Benutzeroberfläche und drittens Flexibilität in Sachen Verbindungsfähigkeit, in Sachen Programmierung und auch in Sachen Konfiguration. Zusätzlich dazu war die Herausforderung, sowohl die Software als auch die Hardwarearchitektur auf eine neue, höhere Plattform zu heben. Das war natürlich eine gewaltige Herausforderung für unsere Entwickler, aber auch wichtig für unsere Digitalstrategie der Schenck Process, wo wir darauf abzielen, wirklich die Effizienz in den Kundenprozessen deutlich zu steigern. Das eben auch mit Hilfe von Automatisierungslösungen mit intelligenteren Zustandsüberwachungssystemen. Ja, wir haben Anfang Oktober den ersten CONIC Control am Markt platziert für eichfähige Anwendungen im Bereich logistischer Wagen. Und dem sollen natürlich weitere folgen über die nächsten 2 bis 3 Jahre. Daran arbeiten wir mit aller Härte im Moment. Jetzt aber zunächst mal in die Vorstellung des Controllers. Ich hoffe, Sie können den einen oder anderen Eindruck von unserem Controller hier mitnehmen. Ja, und übergebe an das Team. Ja, vielen Dank, Herr Groll, für diese netten einleitenden Worte und auch von mir ein herzliches Willkommen zu der heutigen Produktvorstellung, zum Live-Event. Wir haben einen Livestream hier aufgebaut, um Ihnen unser neues CONIC Control vorzustellen. Mein Name ist Patrick Thomas, Thomas der Familienname, und ich arbeite für Schenck Process mittlerweile seit gut 3 Jahren. Als Vertriebsingenieur bin ich zuständig für Wägekomponenten wie zum Beispiel Wägezellen, Lager und eben auch Wiegeelektroniken. Heute an meiner Seite unser Produktexperte Alexander Stüber. Ja, hallo, danke Patrick. Ich bin auch seit 3 Jahren im Unternehmen. Ich bin in der Entwicklungsabteilung tätig im Prüfeld. Unterhalb des Streaming-Fensters sehen Sie das Nachrichtenfenster. Dort können Sie gerne jederzeit Fragen oder Feedback eingeben, sofern Sie irgendetwas haben, was Sie mit uns teilen möchten. Das Ganze ist komplett anonym, das heißt, wir sehen nicht, was von wem kommt. Wenn Sie möchten, dass wir Ihren Namen sehen, schreiben Sie ihn bitte dazu. Sie selbst sehen auch immer nur die Nachrichten, die Sie selbst gesendet haben. Am Ende des Vortrags haben wir dann ausreichend Zeit reserviert, um auf die Fragen einzugehen. Bevor wir nun mit der Präsentation des CONIC Control starten, möchten wir für diejenigen von Ihnen, die bisher noch keinen Kontakt mit uns hatten oder unsere Produktpalette noch nicht in voller Breite kennen, einen Überblick geben, in welchen Prozessen und Industrien Schenck Process Equipment vertreten ist. Wir sind Schenck Process.
We make processes work. Welche Prozesse? Ihre Prozesse. Es spielt keine Rolle, ob Ihr Produkt schmutzig und heiß oder sauber und hygienisch ist. Oder ob Ihr stündlicher Durchsatz die Handhabung von Gramm oder Tonnen erfordert. Wir bieten Tests und Simulationen in unseren eigenen Testcentern. Mit Ihrem Material. Unsere Produkte sind speziell für Ihre Anforderungen konzipiert. Wir übernehmen die Produktion und Inbetriebnahme von Equipment in Ihrer Anlage. Und betreuen Sie während des gesamten Produktlebenszyklus mit umfassenden Dienstleistungen. Schon im Jahr 1881 legte unser Namensgeber Karl Schenk den Grundstein für unsere Unternehmenstradition. Mittlerweile ist Schenk Process in über 20 Ländern auf allen Kontinenten für Sie da. Das heißt, dass wir Teams in Ihrer Nähe haben, die Ihre Sprache sprechen. Unsere mehr als 400 Patente verändern Ihre Welt jeden Tag, indem sie Ihr Leben erleichtern. Wir sind Weltmarktführer für Lösungen in der angewandten Mess- und Verfahrenstechnik. Wir haben Partner auf der ganzen Welt und werden weiter wachsen. Bei Schenk Process hat Forschung und Entwicklung hohe Priorität. Für Sie heißt das, dass wir Lösungen entwickeln, die genau zu Ihren Anforderungen passen. Wir haben Ihnen zugehört und dadurch digitale Lösungen identifiziert, die Ihren zukünftigen Erfolg garantieren können. Wir sind eine Gruppe, eine Einheit und tun alles, um der Partner Ihrer Wahl zu sein. Wenn Ihr Ansprechpartner also nicht gerade neben Ihnen sitzt, nehmen Sie einfach Kontakt auf. Wir sind Schenk Process. We make processes work. Viele von Ihnen kennen die Schenk Process Auswertelektroniken vermutlich schon länger als ich. Hier zum Beispiel ganz links dargestellt ein Wägedruckautomat, ein Leuchtbild Wäge- und Druckautomat, wie wir ihn ungefähr in den 1950ern angeboten und verkauft haben. Gut möglich, dass der ein oder andere von Ihnen ein solches Gerät sogar zu Beginn seiner Karriere noch live in Betrieb kennengelernt hat. Im Laufe der Zeit mit dem Einzug der Computer in die Büros hat der Wandel von den mechanischen zu den elektromechanischen Wägesystemen sich vollzogen, angetrieben unter anderem auch von den regelmäßigen Neuentwicklungen aus dem Hause Schenk Process. Und so sind wir heute mit dem Konic Control an dem Punkt angelangt, wo wir jetzt den nächsten Schritt gehen in Richtung Digitalisierung, Automatisierung und intelligente Fabrik. Unser größtes Ziel war es mit dem Konic Control, eine universell einsetzbare, aber dennoch modulare Elektronik zu bauen und zu entwickeln, die individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden kann. Entstanden ist ein modulares Konzept, was entsprechend durch verschiedene I/O-Module individuell zusammengesetzt werden kann. Wir haben bereits einige Wägeprozesse realisiert. Alex, zeig uns doch mal, was für Applikationen sind denn heute schon verfügbar? Aktuell haben wir 4 Applikationen, die einwandfrei funktionieren. Die sind alle eichfähig. Wir haben eine Stückgutwaage, eine LKW-Waage, eine Kranwaage und eine Behälterwaage. Geplant für nächstes Jahr ist ein Loss-in-Weight-Feeder, also eine Differentialwaage. Und dann werden kontinuierlich weitere Applikationen folgen. Genau, und so ist es eben unser Ziel im Laufe der nächsten Jahre, immer mehr Applikationen auf die neue Konic Control Familie zu heben und die bekannten Marken Disomat, Intecont, Disocont und Disobox werden sukzessive in die Konic Control Familie integriert. Wichtig war es uns dabei dann auch, eine einheitliche Bedienoberfläche zu entwickeln, die für alle Applikationen vom Konzept her identisch ist. Diese lange Trennung zwischen kontinuierlichen Wägeanwendungen und
diskontinuierlichen Wegeanwendung vereinheitlichen wir jetzt hier in Conic Control. Mit dieser neuen Art und Weise der Interaktion mit dem Gerät möchten wir die Zeiten zur Inbetriebnahme vereinfachen. Es soll ein intuitives System sein, dass man mehr oder weniger automatisch dadurch geleitet wird und auch so während dem Betrieb viel weniger Bedienerfehler passieren können. Jetzt sind wir schon auf die Applikation eingegangen. Schauen wir uns mal an, was denn aktuell für Gehäusevarianten verfügbar sind. Genau, also aktuell sehen wir hier, haben wir ein Tischgerät und wir haben noch drei weitere Montagemöglichkeiten. Also mit diesem Tischgerät, mit diesem gleichen Gehäuse, ist es uns möglich, auch eine Wandmontage zu realisieren. Hierzu wird prinzipiell einfach nur das Display umgedreht. Und mit dem gleichen Gehäuse haben wir eine Wandmontagemöglichkeit. Wir haben ein Edelstahlgehäuse. Das kommt Anfang nächsten Jahres. Und wir haben natürlich noch weiterhin die Möglichkeit der Schaltschrankmontage. Dafür haben wir diesen Edelstahlhalterahmen. Ja. Im ersten Schritt dient Conic Control dann als Nachfolger des bewährten und bekannten Disomat Opus. Die Abmessungen des neuen Geräts sind entsprechend auch identisch zu den Einbaumaßen des VEG Panel Mount Geräts des Disomat Opus. Und dann auch passend eben schon zum Intercont Tersus, der dann auch eben sukzessive auf diese Ebene gehoben wird. Jetzt habe ich gerade gesagt, es soll ein Nachfolgegerät sein für den Disomat Opus. Wir haben gehört, verschiedene Wiege-Applikationen werden unterstützt. Wir haben verschiedene Gehäusevarianten. Der ein oder andere Zuschauer fragt sich vielleicht jetzt, wo genau liegt hier der Unterschied zum Disomat Opus? Denn auch dieser hatte ja bereits applikationsspezifische Wiegeprozesse und eben auch verschiedene Gehäuseformen. Alex, was sagst du dazu? Genau, wenn wir uns die Hardware angucken, da ist auch nochmal ein deutlicher Unterschied zum Opus. Wir haben modulares Design. Wir können uns mal quasi eine Explosionszeichnung in echt hier auf dem Tisch angucken. Wir haben, wie du schon erwähnt hast, wir haben mehrere Optionskarten, das heißt, wir können analoge Ein-Ausgänge realisieren. Wir haben separate Karten für digitale Ein-Ausgänge und noch eine Karte für Relais-Ein-Ausgänge, also Schaltung. Außerdem haben wir hier aneinandergereiht die Feldbus-Möglichkeiten, die wir bieten. Damit decken wir eigentlich alle gängigen Feldbus-Geschichten ab in der Industrie. Das heißt, wir haben Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet, IP, Modbus, OPC ist sogar noch, ist noch in Arbeit. Außerdem haben wir dann hier die nächste Stufe von der Wägezellenkarte, die hier gezeigte ist schon die zukünftige, also die kann schon tatsächlich zwei Wägezellen handhaben und ja, dazu passend dann der für Eichanwendungen notwendige Kunststoffdeckel und eine ganz nette Neuerung hier ist der WLAN-USB-Stick. Damit haben wir die Möglichkeit, via WLAN auf dieses Gerät zuzugreifen. Wir haben ein Display oder eine Display-Einheit, sagen wir jetzt mal so. Das ist eine komplette Einheit, heißt auch in Zukunft einfach zu tauschen. Und hier haben wir die Haupteinheit, das heißt Mainboard plus Prozessor plus Speicher und so weiter. Darin integriert ist auch der Eichspeicher. Ich kann ja mal kurz zeigen, dieses modulare Prinzip. Modular heißt ja einfach, simpel, einheitlich zusammenzubauen und das haben wir mit dem Ding ganz gut realisiert. Das heißt, wir haben auf dieser Seite die Wägezellenkarte und die Feldbuskarten, also die Slots dafür und auf dieser Seite haben wir drei Slots für Erweiterungskarten, die wir vorher schon angesprochen haben. Sind alle einheitlich, also modular, das heißt, was auch immer nachgerüstet werden soll oder im Vorhinein schon konfiguriert wird, passt in jeglichen Slot. Also da gibt es auch keine Reihenfolge, wie, was, wann, wohin gehört, sondern
Die Karte wird nachgerüstet im Beispiel, wird reingesteckt und funktioniert. Genau. Und jetzt können wir es hier nochmal kurz zeigen an dem Gehäuse, dass wir auch die Möglichkeit haben, aus einem Tischgehäuse ein Wandgehäuse zu machen, in dem einfach quasi dieser Tubus, diese komplette Einheit andersrum montiert wird, ja. Auf dem Kopf stehen montiert ja. wird. Genau. Jetzt haben wir die Eichabdeckung kurz erwähnt. Diese sorgt nachher dafür, bei einer eichpflichtigen Anwendung, dass der Wegezellen, die Wegezellenkarte gesiegelt ist. Das heißt, Sie können, wie der Kollege gerade gesagt hat, eben nochmal Module nachrüsten oder anpassen, ohne dass das Eichsiegel dabei verletzt wird und genau. damit eine Nacheichung fällig würde. Genau, gleiches gilt auch fürs Display. Genau, auch das Display könnte theoretisch getauscht werden, ohne dass eine Nacheichung fällig wird. Ja, für Sie bedeutet das im Endeffekt, durch dieses modulare System können wir die Hardware so konfigurieren, wie Sie sie brauchen. Wir können Module einbauen, die für Sie relevant sind und eben Module weglassen, die Sie nicht brauchen. Und das wiederum wirkt sich natürlich dann auch auf den Verkaufspreis aus. Das Bedieninterface, das HMI, wie es so schön heißt, ist auch etwas komplett revolutionär Neues. Hier begeben wir uns auch auf komplett neues Terrain. Am besten, Alex, stellen wir doch einmal hier anhand dieser Stückgutwaage das Bedieninterface vor. Genau. Was neu ist an diesem System, ist, dass wir eine Touchpanel-Bedienung haben, die uns erlaubt, das zu zeigen, was notwendig ist und das zu reduzieren, was nicht notwendig ist. Das heißt, der Bediener, der sieht eigentlich nur diese Buttons oder diese Informationen, die ja. für ihn in diesem Schritt des Wiegeprozesses wichtig sind. Wie gesagt, Touchpanel-Bedienung, sehr intuitiv. Jeder kennt quasi eine Touchpanel-Bedienung von seinem Smartphone, vom Tablet, was auch immer. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal schnell das Menü an. An der Stelle vielleicht noch eine kurze Anmerkung, wie es dazu gekommen ist. Ich habe selbst auch erfahren, in den letzten Jahren habe ich von vielen Kunden gehört, die aktuellen Geräte sind, was die Bedienung anbelangt, etwas old-fashioned. Etwas ja, 90er-Jahre-Stil habe ich als Begriffe gehört. Und es findet eben bei uns sieht man es ja auch, aber eben auch bei den Kunden, häufig ein Generationenwechsel statt. Die jüngere Generation tritt heran und viele sind jetzt mit Smartphones quasi schon aufgewachsen, kennen dieses Bedienkonzept und wünschen sich dieses dann eben auch im Berufsalltag und im Industrieumfeld. Und diese Wünsche der Kunden haben wir gehört und hier entsprechend in dieses neue User Interface integriert. Die Entwicklung erfolgte hier auch in Anlehnung an die ISO-Norm, die 9241 heißt sie genau. Und diese beschreibt eben die Ergonomie der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Und dann wurden wir auch, beziehungsweise das Konic Control wurde mit dem Red Dot Design Award für dieses Interface prämiert. Steigen wir vielleicht jetzt an der Cargo Scale mal in die Bedienung ein? Genau. Vorab schon mal, also wir haben die Möglichkeit, verschiedene Benutzerebenen zu bedienen. Das heißt, wir haben einen Bediener oder Operator Mode. Wir haben ein Benutzerprofil für die Service Leute und wir haben ein Benutzerprofil Administrator, der Zugriff auf alles hat. Dementsprechend sind dann auch dementsprechend ist das Menü je nach Profil auch ein bisschen reduziert oder umfangreicher. Und um jetzt nur schnell einen Einblick ins gesamte Menü zu sehen, habe ich mich jetzt als Administrator angeloggt. Wir sehen hier schon auf dem Homescreen in Bezug auf intuitive Bedienung Knöpfe, die potenziell als nächster Schritt im Wägeprozess zu nutzen sind, markieren wir auch in jedem Fenster. Das heißt, in diesem Fenster, solange kein Gewicht auf der Waage aufliegt,
könnte der nächstmögliche Schritt sein, einen Handteiler zu setzen. Genau, steigen wir ins Menü ein. Wir haben in dem Menü jetzt aktuell 4 Punkte. In den anderen Benutzerebenen haben wir nur 3. Erster Menüpunkt ist der Favoritenmenüpunkt. Hier kann der Bediener oder der Kunde sich quasi Favoritenfunktionen oder Favoriten anlegen. Im zweiten Menüpunkt haben wir Zugriff auf registrierte Wägungen, auf irgendwelche Ereignislogs. Wir können die Softwareversion einsehen, Tara löschen und so weiter. Dieser Menüpunkt ist auch für den Bediener sichtbar. In der Hinsicht kann er nichts an der Einstellung von dem Gerät falsch machen. Deshalb ist dieser Menüpunkt sichtbar. Der nächste Menüpunkt, das wäre alles, was irgendwie mit Einstellungen, Konfigurationen zu tun hat. Dieser Menüpunkt ist dem Bediener verschlossen, weil da wird die Parametrierung vom Gerät in Angriff genommen und grundsätzliche Einstellungen sind da möglich, also Spracheinstellungen, Backups, Software-Updates und so weiter. Und der letzte Menüpunkt wäre, da war ich eben schon drin, das ist die Benutzerverwaltung. Das heißt, da kann man die Benutzerprofile ändern, gegebenenfalls auch Passwörter dementsprechend anpassen. Dann loggen wir uns doch am besten einfach nochmal als Operator ein. Die Sprache des Geräts ist jetzt auch auf Deutsch eingestellt, sehr gut. Denn auch hier gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel Englisch auszuwählen. Weitere Systemsprachen werden auch noch folgen. Genau. Wir können ja einen Wiegeprozess mal durchführen. Wie gesagt, wir haben hier keine echte Waage. Ich habe hier nur eine Simulation, womit ich ein Gewicht simulieren kann. Man sieht, sobald ein Gewicht auf der Waage aufliegt, springt das System automatisch ins nächste Fenster. Und wie vorher schon erwähnt, wird der logisch nächste Schritt gehighlightet. Man muss ihn aber nicht bedienen. Also hier hat man noch weiterhin die Möglichkeit, einen Tara zu erfassen, einen Tara setzen, Tara speichern, abrufen, löschen und so weiter. Wir machen jetzt einfach mal eine ganz simple Wiegung. Im nächsten Schritt wird nach dem Wägegut gefragt. Das geben wir einfach mal Holz ein. Und die Wägung wird gestartet und fertig. Ja. Genau. Super. Dann vielen Dank für den Einblick an dieser Stelle. Sie haben gesehen, im Endeffekt der Wiegeprozess oder das Programm auf dem Controller führt Sie quasi vollautomatisch durch den Wiegeprozess, so wie er bei Ihnen im Werk stattfindet. Und das ist eben genau das, was wir mit intuitiver Bedienung meinen. Weniger fehleranfällig. Alex hat es gesagt, der leuchtende Knopf ist der, den man quasi drücken muss. Und der nächste Schritt, ja. So ist eben das Risiko, dass der Anwender irgendwie was Falsches drückt, reduziert. Außerdem steht hier auf jeder Taste auch drauf, was sie bedeutet. Denn auch da gab es eben in der Vergangenheit häufig dann Bezeichnungen wie F1, F2. Und dann muss man halt eben auch wissen, was sich dahinter verbirgt. Ja, die Stückgutwaage ist ja nur eine der bereits verfügbaren Applikationen. Und ich weiß, wir haben auch Zuschauer aus dem Bereich der Kranwagentechnik. Und wie hier zum Beispiel der Wiegeablauf bei einer Kranwaage aussehen kann, das zeigen wir Ihnen jetzt anhand eines Videos. Wir haben bereits die ersten Geräte verkauft und in Betrieb genommen. Eins davon zum Beispiel bei uns hier in Darmstadt in der Montagehalle. Und dort ist unsere Kranwaage jetzt mit Konic Control ausgestattet. Ich würde sagen, Film ab und wir schauen uns den Wiegeprozess mit Konic Control an der Kranwaage an.
Wie Sie gerade am Video gesehen haben, bietet eben auch die drahtlose Verbindung von dem Smartphone zur Waage einen immensen Vorteil. Unser Kollege konnte sich hier mehr oder weniger frei in der Halle bewegen und konnte immer, wenn nötig, das Handy aus der Tasche holen, Tara setzen, nachher den Gewichtswert erfassen und das alles ohne irgendwie an einen Fixpunkt gehen zu müssen, wo eine Elektronik hängt oder ein Bedienpanel. Diese Funktionalität mit der drahtlosen Verbindung, die ist ja nicht nur in Verbindung mit der Kranwaage möglich. Auch für jede andere Wiegeanwendung können Sie sich immer drahtlos mit dem Gerät verbinden. Und dann eben nochmal das erwähnen, wir brauchen hier keine Sondersoftware, irgendeine spezielle App oder irgendwas. Es ist einfach nur der Browser, der auf dem mobilen Endgerät läuft. Sie geben oben die IP-Adresse des Controllers ein und können sich direkt verbinden. Das Ganze zeigen wir Ihnen jetzt auch nochmal an einem anderen Aufbau, und zwar an unserer Truckscale. Denn die LKW-Waage oder Fahrzeugwaage ist natürlich auch eine sehr häufig im Markt vorzufindende Anwendung. Hierfür haben wir auch ein Modell vorbereitet. Alex, vielleicht stellst du das Modell einfach mal kurz vor. Genau. Schwenken wir hier drüber. Dieses LKW-Modell, das haben wir in der Entwicklungsabteilung an einem Samstag mal gebastelt. Voll funktionsfähig, das heißt, das Connect ist angeschlossen, funktioniert so, wie es soll. Wir haben hier kleine Ampeln angeschlossen. Wir haben hier im Boden eingelassen noch Näherungssensoren. Wir haben hier Lichtschranken. Wir haben eine Zweitanzeige dran und wir haben noch eine kleine Kamera, die die Nummernschilderkennung durchführt. Wir können ja mal, dein Tablet ist verbunden, können ja mal einen Wegeprozess durchführen mit dem Modell. Also Sie sehen jetzt hier, dieses iPad ist jetzt drahtlos mit dem Modell verbunden. Das Kabel hier ist nur für die Darstellung des Livestreams. Ansonsten sind wir komplett per WLAN verbunden, und jetzt sehen Sie hier eben auch die Oberfläche der Fahrzeugwaage. Ich bin hier im Browser drin, oben die IP-Adresse des Connect Control, und im Endeffekt schon kann es losgehen. Wir sehen jetzt hier oben, beide Ampeln sind auf Rot. Sobald sich der LKW nun der Wegebrücke nähert, springt dann die erste Ampel auch gleich auf grün. Und Sie sehen hier in der Animation, dass der LKW erscheint. Und wenn dieser jetzt auf die Wiegebrücke auffährt, dann haben Sie eben in der Animation auch schnell gesehen, huscht der LKW eben auch auf die Brücke. Jetzt haben wir hier, Alex hat es erwähnt, eine Kennzeichenerkennung mit implementiert, und Sie sehen jetzt auch direkt, diese wird hier oben entsprechend schon eingetragen, DASP 123, unser Demo-Kennzeichen unseres Modell-LKWs. Das heißt, ich kann direkt auf OK klicken, auf den Haken unten rechts, und damit dieses Kennzeichen bestätigen. Wir haben hier ebenfalls noch eine Kamera mit eingebaut, die uns jetzt hier ein Bild des LKW zeigt. Und bitte entschuldigen Sie, dass es hier jetzt gerade auf Englisch eingestellt ist. Das haben wir jetzt beim Demo-Modell standardhaft so eingestellt. Der LKW kommt jetzt zum ersten Mal auf den Hof. Das heißt, wir machen eine Erstwägung. Ich werde nach dem Material gefragt, und das könnte jetzt etwas sein, was wir schon hier in der Auswahlliste haben. Sagen wir, es werden zum Beispiel Aluminium-Coils geladen. Dann kann ich das entsprechend auswählen. Die Frage ist noch, wer ist denn der Fahrer? Und hier kann ich Ihnen auch zeigen, wie einfach man einen Fahrer hinzufügen kann. Jetzt tun wir mal so, als würde unser Produktexperte den LKW fahren. Ich füge den Alex hinzu und klicke auf Start. Sie sehen jetzt hier oben auch eine Zusammenfassung. Die Erstwägung wird aufgelistet mit 10,95 Tonnen. Auch hier der LKW in der Animation hat jetzt nochmal sein Gewicht dargestellt. Die zweite Ampel ist auf grün, genau. Das heißt, der LKW kann runterfahren. Und sobald er verschwunden ist, sehen Sie eben wieder die leere Waage und beide Ampeln auf rot. So, jetzt Alex, darfst du... Was laden wir denn? wähle doch mal die runden Scheiben. Genau. Wir haben hier ein paar Modellgewichte gebastelt, um das Ganze noch ein bisschen plastischer darzustellen.
Und ja, jetzt ist der LKW nach dem Ladevorgang eben wieder an der Waage angekommen, fährt wieder auf die Waage. Die Ampel ist hier auf grün gesprungen, das heißt, die Waage ist freigegeben. Der LKW bleibt stehen, wieder die automatische Kennzeichenerkennung, die hier auch wieder das Kennzeichen erkannt hat. Ich bestätige und hier unten eben entsprechend auch gehighlightet Second Weighing, also die Zweitwägung, weil die Erstwägung ja schon stattgefunden hat. Ich klicke entsprechend auf diesen Knopf und ja, Sie sehen jetzt auch hier direkt Aluminium-Coil und der Fahrer Alex ist entsprechend ausgewählt. Das hat sich das System gemerkt. Wenn ich jetzt wieder auf Start des Wiegeprozesses drücke, sehen Sie in der Zusammenfassung Erstwägung, Zweitwägung und die Differenz. Und dann springt es zurück in die Grundansicht, der LKW mit seinem Bruttogewicht. Die Ampel auf grün, LKW fährt runter und dann war es das auch schon. Ja. Ja, dann an dieser Stelle sind wir jetzt vom Vortrag und von der Vorstellung erstmal am Ende angelangt. Und wir hatten eingangs gesagt, dass wir uns ausreichend Zeit reserviert haben, um auf Ihre Fragen einzugehen. Und deswegen schnappe ich mir mal mein Notebook und schau mal, was für Fragen von Ihnen bereits reingekommen sind. Sie können gerne die Zeit kurz nutzen, um Ihre Fragen noch zu stellen. Mein Rechner fährt leider nach wenigen Minuten immer in den Standby-Modus, sodass ich wenige Augenblicke brauche, um mich schnell wieder einzuloggen. So, und hier bin ich auch schon wieder. Dann schauen wir mal rein. Die erste Frage. Ist Conic Control auch für eichfähige Anwendungen zugelassen? Ja, ist sie. Also alle Applikationen, die wir aktuell anbieten, sind eichfähige Applikationen. Ja, genau. Also im Endeffekt in der Industrie findet man ja sehr häufig die Handelswagen Klasse 3. Und genau so ist eben auch unser Conic Control zugelassen. Mit passenden Wegezellen können wir bis zu 6000 Digits für den Wegebereich auflösen. Hier nochmal die Frage bezüglich Software zur Konfiguration oder Parametrierung. Willst du das auch gerade? Ja, wie anfangs schon erwähnt, wir haben ein Internet-Browser-basierendes System. Das heißt, jedes Gerät, was ein Internet oder ein Browser hat, mit diesem Gerät kann man unser Conic konfigurieren und parametrieren. Um es nochmal klar zu formulieren, Disoplan oder EasySurf, wie wir es in der Vergangenheit gebraucht haben, brauchen wir zukünftig für Conic Control nicht mehr. So, dann haben wir als nächstes die Frage nach der Schutzklasse. Was erreicht das Gerät für eine Schutzklasse? Ja, hier müssen wir unterscheiden, was für eine Gehäuseform wir haben. Wenn wir jetzt nur das Einbaugerät uns anschauen, es hat vorne die Glasfront und hinten eine umliegende Dichtung. Eingebaut in einen Schaltschrank beim Kunden erreichen wir so quasi frontseitig IP65. Im Kunststoffgehäuse sind wir bei IP54 und das Edelstahlgehäuse, was ja auch in Kürze dann kommen wird, erreichen wir auch wieder die IP65, was ja auch in der Regel ausreichend ist. Welche Feldbusse werden unterstützt? Alex, das ist eine für dich. Prinzipiell alle gängigen. Das heißt, wir haben Profinet, Profibus, Ethernet IP, DeviceNet, Modbus und in Zukunft dann auch noch OPC UA. Genau, also wir gehen einfach davon aus, OPC UA wird sich als neuen Industriestandard etablieren. Conic Control ist bereits ready for OPC UA, wie wir sagen. Und damit sind sie natürlich super ausgestattet und gerüstet für alle Eventualitäten in der Zukunft. Also mit den Feldbussen und auch eben dann der OPC UA-Funktion sowie auch Wi-Fi. Die Anforderungen bezüglich Industrie 4.0 und intelligente Fabrik, ich denke, da können wir gut mithalten.
So, als nächstes kommt eine Frage. Ja, war zu erwarten, dass diese Frage kommt. Was kostet das Gerät? Das ist eine Frage, die wir jetzt so nicht eindeutig beantworten können. Wir haben ein günstiges Einsteigermodell und dann haben wir eingangs vorgestellt, aufgrund des modularen Konzepts ist es abhängig davon, was für Software- und Hardware-Module Sie benötigen und dementsprechend bewegt sich der Verkaufspreis in einer gewissen Spanne. Und hier machen wir Ihnen gerne ein kunden- und projektspezifisches Angebot mit den Modulen, die Sie auch dann wirklich brauchen für Ihre Anwendung. Und da dürfen Sie uns gerne dann im Nachgang nochmal kontaktieren und wir würden Ihnen dann ein spezifisches Angebot unterbreiten. Kann der Konic Control auch für ATEX-Anwendungen verwendet werden? Eindeutig ja, kann er, aber bitte beachten, wir haben keine Zulassung für die Montage in einer ATEX-Zone. Das heißt, das Gerät muss außerhalb der X-Zone installiert werden, kann dann aber eben auch mit Wegezellen innerhalb der X-Zone verbunden werden. Über zwischengeschaltete Barrierenbaugruppen können wir auch eigensichere Speisungen für Wegezellen realisieren. So, dann schaue ich mal, was wir noch haben. Kann das Gerät in einer Schaltschranktür montiert werden? Genau, Alex, vielleicht kannst du noch mal kurz von den Einzelteilen des Panel Unit holen. Genau, und vielleicht gerade noch mal kurz vorstellen. Einfache Antwort, ja. Es geht. Genau. Wir haben diesen Tubus, der bei dem Tischgerät oder beim Wandgerät jeweils um 180 Grad gedreht montiert wird. Und wir haben für das Panel Mount haben wir diesen Edelstahlrahmen. Genau, also im Endeffekt stellen Sie sich vor, hier wäre jetzt die Wand. Schaltschranktür sozusagen mit dem entsprechenden Ausbruch und dann wird einfach mit dem Blech das Gerät in die Tür eingeklemmt. Genau, und nochmal zur Info, das Gerät hat exakt die gleichen Abmessungen wie der Opus und wie der Intecon Tersus. Sehr guter Hinweis. Ja. Ist das Gerät für den Außeneinsatz geeignet? Ja, natürlich, klar. Je nachdem, in welcher Gehäuseform Sie es einsetzen, müssen Sie halt auf den IP-Schutz achten. Aber ansonsten, das ist ein Glasdisplay, das verblasst jetzt nicht in Sonnenlicht. Also von daher, klar, natürlich können Sie es auch gerne außen installieren. Der Temperaturbereich, der unterstützt wird, ist auch entsprechend weit von, nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube minus 40 bis plus 60 Grad ungefähr. Also da sind wir zumindest in unseren Graden auf jeden Fall auf der sicheren Seite unterwegs. Also wenn der Vorgänger, der Opus oder der Intecon funktioniert hat, funktioniert dieser auch. Genau. Der Temperaturbereich ist genau der gleiche. Ja. Können die uns bekannten RTN-Wegezellen weiter verwendet werden? Können wie bisher auch 4 Wiegezellen pro Kanal mittels Zusammenschaltkasten angeschlossen werden? Ja. Ja, definitiv. Ja. Also Sie können auch weit mehr als 4 Wegezellen an einen Kanal anschließen. Das Gerät hat eine sehr, sehr hohe Auflösung und eine gute Empfindlichkeit. Das heißt, Sie können eben auch gerade bei den RTN aufgrund der großen Widerstände hier sehr, sehr viele parallel schalten. Ich glaube, die Grenze liegt irgendwo bei 12. Ungefähr 12 Wegezellen pro Messkanal. Also auch da sind Sie weiterhin auf der sicheren Seite unterwegs. Können größere Displays und Zweitanzeigen angeschlossen werden? Auch eine sehr gute Frage. An der Stelle verweisen wir auf die Konnektivität mit WLAN. Sie können dann zum Beispiel sich auch einfach ein Tablet nehmen und per WLAN mit dem Gerät verbinden, das Tablet installieren, wo Sie die Anzeige brauchen und haben dort dann entsprechend auch die Großanzeige. Ansonsten ist aber auch, wie bei den alten Geräten es möglich, eine ganz normale Zweitanzeige, wie zum Beispiel bei Kranwagen üblich, die großen LCD-Anzeigen mit 10, 12 Zentimeter Zeichenhöhe
anzuschließen über RS-232 oder 485. Genau, und dann entsprechend auch, wie Sie das von unseren bewährten Produkten kennen, einfach die Zweitanzeige ansteuern. Welche Spannungsversorgung wird unterstützt? Alex, da kannst du weiterhelfen. 24 Volt und 110 bis 220 Wechselstrom. Genau, also das ganz normale Hausnetz, 230 Volt Wechselstrom plus minus, was wir eben in unseren Regionen gängigerweise haben. Oder eben alternativ auch direkt die Speisung mit 24 Volt Gleichstrom. So. Ist Wi-Fi zwingend erforderlich oder kann ich auch über SIM-Karte eine Verbindung aufbauen? Ein GSM-Modul oder eine direkte Verbindung über die SIM-Karte. Also wir haben jetzt keinen Steckplatz oder Slot für eine SIM-Karte. Aber wir haben bereits für andere Anwendungen im Bereich unserer SIP-Überwachung zum Beispiel schon GSM-Module in Betrieb. Und das kann man dann sicherlich auch in einer projektspezifischen Anwendung umsetzen. Hierfür am besten kontaktieren Sie uns nochmal im Nachgang, dann können wir uns das im Detail anschauen. Das würde jetzt den Rahmen hier ein wenig sprengen. So, dann kommt nochmal die Frage nach den Feldbusoptionen. Ergänzung Schnittstellen, schräger Feldbusoptionen. Ich denke, hier ist auch der Fokus in Richtung USB, RS-232 und Co. Genau. Also wir haben an dem Gerät zwei USB-Ports. Einer davon wird, wenn die Option gewählt wird, mit dem Wi-Fi-Stick belegt. Weiterhin dann kann USB-Tastaturen, USB-Maus, USB-Drucker angeschlossen werden. Ja, wir können USB-Hubs anschließen, wenn diese zwei Ports nicht ausreichen. Übrigens Drucker, können wir auch Netzwerkdrucker anschließen. Außerdem haben wir eine RS-232 und 485-Schnittstelle und die normale RJ45. Genau, also über die Ethernet RJ45-Buchse kann man eben auch das Gerät direkt dann mit einem Netzwerkdrucker verbinden, wie du gesagt hast, oder mit dem PC zum Beispiel für die Konfiguration und Parametrierung. Dann kam hier nochmal die Frage bezüglich Modulkarten. Wie viele Modulkarten haben wir? Wir haben das Gerät jetzt schon so entsprechend aufgestellt. Man dürfte es sehen. Alex, vielleicht kannst du es noch mal kurz zeigen, genau, also dass wir die vier Slots haben. Wir haben die vier Slots. Wir haben hier unten eine für Feldbuskarten und hier drei weitere für die anderen drei Variationen. Das heißt nicht, dass man beispielsweise eine Erweiterungskarte mehrfach verbauen kann. Also wir sind nicht begrenzt. Wenn jemand unbedingt 16 Relais braucht, genau, baut er so viele Karten ein, bis er 16 Relais hat. Genau, also wir können eben auch gleiche Kartentypen mehrfach bestücken. Genau. Die Grenze ist an der Stelle eben die drei Slots für die I.O.-Karten. Genau. Okay, so, dann wird es eine PC-Software zur Bedienung der Waage geben. Sind die so View und die so Safe-kompatibel? Kannst du dazu was sagen? Ja, also eine PC-Software brauchen wir grundsätzlich nicht wegen dieser Internet-Browser-basierenden Lösung. DISO Safe X und DISO View funktionieren, können auch wiederverwendet oder weiterverwendet werden. Ja. Genau, also nur noch mal kurz als klare Abgrenzung. Wir brauchen keine Software für die Parametrierung, Konfiguration und Inbetriebnahme, weil das eben entsprechend durch das browserbasierte Interface direkt auf dem Gerät läuft. Aber die Software, die so View und die so Safe für den Zweck, für den sie gedacht sind, funktionieren auch in Zusammenhang mit einem Connect Control. Ich denke, die Frage rührt von einem Kunden, der eine LKW-Waage in Betrieb hat. Da haben wir die Anwendung
Anwendung zumeist, die so View im Wegehäuschen auf dem PC laufend und der Controller vielleicht irgendwo versteckt, wo man nicht so gut dran kann, dann kann man eben auch das DISO View auf dem PC weiterhin als eichfähige Anzeige verwenden. Der Controller ist der Signalgeber sozusagen und der Wandler. Und das DISO Save könnte dann auf dem PC als entsprechenden Eichspeicher realisiert werden. So. Sind die Ein- und Ausgänge frei definierbar oder festgesetzt wie beim Opus? Die sind festgesetzt wie beim Opus. Also, genau, da wird sich in der nahen Zukunft noch einiges tun, dass man entsprechend hier auch mehr Flexibilität gewinnt. Einige kennen das vielleicht von den Funktionsblockverknüpfungen, wie sie beim DISO-MAT Tersus umgesetzt werden. Hierfür wird es entsprechend auch ein adäquates Pendant dann für Conic Control geben, mit einer integrierten Soft-PLC oder Soft-SPS werden wir quasi in das Gerät eine Art SPS eben integrieren und dort können Sie dann eine individuelle Programmierung vornehmen und damit eben auch dann Ein-Ausgänge flexibler zuordnen. Also beziehungsweise muss ich noch kurz ergänzen, das ist insofern nicht festgesetzt, dass man bestimmen kann, welcher Ausgang was tut. Aber die Funktion an sich, meinetwegen eine Ampel schalten, die ist festgelegt. Und dann muss der Kunde nur noch bestimmen, welcher der Ausgänge in dem Beispiel die Ampel schaltet. Okay, das heißt, man kann eben entsprechend, erklär es mir vielleicht auch nochmal ganz kurz, man kann entsprechend in der Parametrierung sagen, wähle digital Eingang 1 jetzt für das dieses Signal. Genau. Okay, aber die Signale aber selbst. Die Signale sind festgelegt. Die Signale selbst, genau. Okay, die Signale selbst sind quasi vom Wiege-Programm hervorgegeben, welche es gibt. Aber wir können dann frei konfigurieren, auf welchem Ein- oder Ausgang dieses Signal liegen soll. Okay, ich hoffe, damit ist die Frage entsprechend ausführlich beantwortet. Welche I/O-Karten sind heute verfügbar? Ist auch nochmal eine Frage zum modularen Aufbau. Ja, der Kollege hat es vorhin gezeigt, wir haben Relaiskarten, beziehungsweise eine Relaiskarte mit 8 Relais drauf. Wir haben digitale Optokoppler-IO-Karten mit, ich glaube, die größte hat 4 Eingänge, 6 Ausgänge und noch einen Analogausgang. Ja. Es gibt auch noch etwas abgespecktere Karten. Genau. Plus wir haben die Analogkarte an sich, die... Ich meine 4 analoge Ausgänge und 4 Eingänge. Richtig, genau. Eine, die eben nur analog Ein- und Ausgänge hat. Genau. Die haben wir auch. Können Backups geladen und wieder aufgespielt werden? Oh, das ist auch eine sehr gute und wichtige Frage. Ja. Das war ja eben immer so ein Verkaufsargument für diesen Plan, weil es damit eben so super einfach geht. Alex, wie funktioniert das bei Conic Control? Das funktioniert, wie man es üblicherweise aus dem Internet kennen, das heißt, man kann ein Backup erstellen und lädt diese Datei einfach runter auf seinen Rechner oder aufs Tablet oder Smartphone und genauso wird ein Backup wieder draufgespielt, das heißt, man sagt, man möchte einen Restore starten, es öffnet sich ein Fenster und man sucht die Datei aus, wo diese Datei liegt und lädt das Backup wieder drauf. Genau, also auch da im Endeffekt ohne separate Software ist ein ist ein Backup und ein Restore sehr einfach möglich. Die nächste Frage zielt nochmal ab auf die Gehäusevarianten. Hier ist die Frage, ob es auch eine Hutschienenlösung gibt. Soweit ich weiß, werden wir hier auch in Kürze dann nochmal eine nächste Ausbaustufe starten. Dieses Gerät selbst existiert aktuell in den Varianten, wie wir sie vorgestellt haben. Es wird dann als nächste Ausbaustufe der Conic Control Familie ein Gerät geben ohne Display. Das heißt, wir haben ähnlich, wie Sie es vielleicht vom DISO Cont Tersus kennen, eine Variante, die dann im Feldgehäuse oder eben auch im Schaltschrankgehäuse für Hutschienenmontage
installiert werden kann. Wir legen hier den Fokus eben auch auf das modulare Konzept. Das heißt, die Modulkarten werden bei der nächsten Ausbaustufe die gleiche sein. Die Abmessung und so weiter, das Gehäuse selbst unterscheidet sich dann entsprechend ein wenig. Die Frage ist für mich, wann ist das Gerät verfügbar und wie steht es um die Lieferzeit? Ich glaube, wir sind vorhin nicht drauf eingegangen, oder doch, wir haben es gesagt, macht nichts. Das Gerät ist bereits verfügbar. Wir haben ja die ersten Geräte bereits geliefert und installiert. Eins davon, Sie haben es im Video gesehen, bei uns in der Montagehalle an der Kranwaage. Und genau so sind eben auch für alle Kunden die Geräte mittlerweile verfügbar. Das heißt, wenn Sie möchten, unterbreiten wir Ihnen hier gerne ein individuelles Angebot und dann können Sie auch sehr kurzfristig eben ein Konig Control von uns erhalten. Die Lieferzeit wurde hier auch explizit angefragt. Wir kalkulieren bei Neuinstallationen etwas defensiv und zurückhaltend mit guten 2 Wochen. Je nachdem, wenn es jetzt um Ersatz geht, weil irgendwo ein Disomat Opus ausgestiegen ist und Sie sagen, ich will jetzt natürlich das neue Gerät, was wir natürlich gut nachvollziehen können, dann werden wir entsprechend noch ein bisschen mehr Zug auf die Kette bringen und diese 2 Wochen noch deutlich unterbieten. Aber eben auch für Sie als Planung, gerade eben wenn es um eine Neuinstallation geht, kalkulieren Sie mit 2 Wochen. Meistens ist das Gesamtprojekt ja so umfangreich, dass diese 2 Wochen sowieso überhaupt gar kein Thema ist, wenn wir über Projekthorizonte von teilweise halbes bis ganzes Jahr reden. Jetzt bin ich hier gerade verrutscht. Werden internationale Tastaturformate wie Arabisch oder Kyrillisch unterstützt? Alex, was macht die Entwicklung hier an der Stelle? Werden sie. Also wir werden in Zukunft quasi Sprachfiles zur Verfügung stellen. Die werden einfach genauso wie wie das Backup davor, werden die einfach hochgeladen. Tastaturen haben wir schon jede Menge integriert. Was ich eben angesprochen hatte, sind die Sprachfiles selbst. Das heißt, die ganze Bedienoberfläche lässt sich auch sprachlich anpassen. Super. Dann eben noch eine weitere Frage zum Thema Fronten. Können die Glas- und Gerätefronten individualisiert werden und ab welcher Stückzahl ist dies möglich? An der Stelle, sicherlich ist vieles möglich. Das sollten wir vielleicht einfach dann im Nachgang mal direkt besprechen, über was für Stückzahlen Sie nachdenken. Aber eigentlich ist es möglich. So, dann schauen wir mal, ob hier noch eine Frage reinkommt. Der sogenannte letzte Aufruf für Fragen. So, ich sehe, hier aktualisiert er gerade. Okay, nee, da kommt nichts mehr rein. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Teilnehmen an der heutigen Veranstaltung. Wir stellen Ihnen jetzt hinter mir hier nochmal unsere Kontaktdaten zur Verfügung. Wir werden diese entsprechend auch nach der Veranstaltung nochmal weitere Minuten im Vollbild einblenden, damit Sie diese auch in Ruhe abschreiben können. Wir freuen uns, dass Sie heute teilgenommen haben und wenn Sie noch weitere Fragen oder Feedback haben, gerne einfach direkt an uns wenden. Vielleicht haben Sie ja schon einen direkten Ansprechpartner bei uns im Vertriebsteam oder ansonsten wenden Sie sich einfach an unser entsprechendes Team-Postfach. Die Nachricht wird dann umgehend zum zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. Ja, im Nachgang werden wir Ihnen dann auch nochmal eine Zusammenfassung der Fragen mitteilen. Falls ich jetzt nochmal 1, 2 Fragen übersehen habe oder noch eben im Anschluss Fragen reinkommen. Und wir werden Ihnen außerdem nochmal einen Link zur Aufnahme dieser Veranstaltung zur Verfügung stellen. Dann vielen Dank für die Teilnahme und bleiben Sie gesund und bis demnächst. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.